Lola Bergman war eine hochrangige Forscherin der SCP-Stiftung. Ihre jahrelange harte Arbeit bei der Untersuchung von Anomalien und ihr Engagement für die Stiftung hatten ihr eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 3 eingebracht. Als Forscherin und Wissenschaftlerin war Dr. Bergman von Natur aus sehr wissbegierig. Sie wollte alles wissen. Als sie von der SCP-2000-Akte, einem der bestgehüteten Geheimnisse der Organisation, erfuhr, war sie sofort Feuer und Flamme. Das einzige Problem war, dass man nur dann Einsicht in die Akte nehmen konnte, wenn man dem O5-Rat angehörte oder über eine spezielle Untergruppe der Freigabestufe 4, bekannt als 4-2000, verfügte. Leider hatte Dr. Bergman nur eine Freigabe der Stufe 3, aber Sie wissen ja, was man sagt, die verbotene Frucht schmeckt immer am süßesten. Dr. Bergman hatte der Stiftung jahrelang gedient. Was konnte es schaden, die Regeln zu brechen und nur dieses eine Mal einen Blick hinter den Vorhang zu werfen? Dr. Bergman gelang es auf etwas betrügerische Art und Weise, an die Zugangsdaten zu 4-2000 zu gelangen, und sie beschloss, die Datei auf einem verschlüsselten persönlichen Gerät abzurufen. Doch als sie die Zugangsdaten eingab, sah sie plötzlich ein Bild vor sich. Auf der Vorderseite war nichts zu sehen, nur ein Bild einer unbefestigten Straße in einem Feld mit winziger weißer Schrift, auf der »Erinnere dich an uns« stand. Aber das war ein starkes, kognitiv gefährliches Bild, das sie sofort außer Gefecht setzen konnte. Das nächste, was sie wusste, war, dass sie bewusstlos auf dem Boden lag. Als sie wieder aufwachte, war sie keine Ärztin der SCP-Stiftung mehr. Sie stand an einer Straßenecke und konnte sich weder an ihren eigenen Namen noch an ihre Geschichte erinnern. Alles, was sie tun konnte, war etwas über ein Geheimnis unter dem Yellowstone-Nationalpark zu murmeln. Dr. Bergmans jahrelanger Dienst hatte letztlich nichts bedeutet. SCP-2000 ist ein anomales Gut, das nicht nur für die Stiftung, sondern für die ganze Welt so lebenswichtig ist. Aber was ist wirklich unter dem Yellowstone-Nationalpark verborgen? Und warum sind die hohen Tiere der Stiftung so versessen darauf, es geheim zu halten? Sogar vor den meisten ihrer eigenen Leute. Natürlich ist der Yellowstone-Nationalpark selbst kein Unbekannter für anomale Aktivitäten. Der gesamte Nationalpark ist technisch gesehen ein SCP. Bekannter als SCP-1422. Obwohl er inzwischen neutralisiert wurde, führte SCP-1422 dazu, dass alle Mitglieder der SCP-Stiftung den Yellowstone-Nationalpark vor 2007 nicht kannten. Aber die wahre Natur von SCP-2000, das Geheimnis, das unter dem Yellowstone-Nationalpark verborgen ist, ist nicht nur seltsamer als SCP-1422, sondern auch, je nach Perspektive, entweder zutiefst erleichternd oder absolut erschreckend. Doch bevor Sie den Zweck und die Schwere von SCP-2000 oder den Deus Ex Machina wirklich verstehen können, müssen wir über das Ende der Welt sprechen. Im Sprachgebrauch der Stiftung sind Szenarien der Klasse K Ereignisse, die drastische Auswirkungen auf den Zustand der Gesellschaft, der Normalität oder sogar des Lebens haben. Am gefährlichsten und am gefürchtetsten sind die Szenarien der Klasse XK, die im Grunde die Apokalypse bedeuten. Es gibt eine besorgniserregende Anzahl von Anomalien, die ein Szenario der XK-Klasse herbeiführen können, wenn die Stiftung jemals den Ball bei ihrem Schutz oder ihrer Eindämmung fallen lässt. Die Stiftung glaubt zwar, dass Vorbeugung immer besser ist als Heilung, aber was passiert, wenn die Vorbeugung nicht funktioniert? Was passiert, wenn unsere schlimmsten Befürchtungen wahr werden und das Ende wirklich für uns alle kommt? Die Antwort lautet SCP-2000. Einfach ausgedrückt ist diese Anomalie ein Reset-Knopf, eine Chance neu anzufangen, wenn alles Leben durch anomale Aktivitäten beeinträchtigt wurde. SCP-2000 ist eine riesige und geheimnisvolle Anlage unter dem Yellowstone-Nationalpark. Der Eingang ist als stillgelegte Ranger-Station getarnt und mündet in eine Anlage, die sich kilometerweit in die Erde eingräbt. Es ist ein Ort, der unglaubliche anomale Technologien enthält, die die Welt selbst nach den schlimmsten wieder in ihren alten Glanz versetzen können. Nur einige wenige Personen dürfen in der Anlage arbeiten und die Maschinen instand halten, falls wir sie eines Tages wieder benötigen. Diese Mitarbeiter dürfen nicht kommen und gehen, wie sie wollen, und ihre Erinnerungen an SCP-2000 werden gelöscht, wenn sie anderswo mit Aufgaben der Stiftung betraut werden. Warum die ganze Geheimhaltung? SCP-2000 ist das Rettungsboot der Stiftung und der Menschheit, und als solches wird die Basis gut bewacht, sowohl vor potenziellen menschlichen Bedrohungen als auch vor anomalen Aktivitäten und Realitätsverweigerern. Der oberirdische Eingang der Basis ist von einer Reihe strategischer
strategisch platzierter Realitätsanker umgeben. Diese Vorrichtung, die größtenteils aus einer korrosionsbeständigen Beryllium-Bronzelegierung bestehen, halten bestimmte Arten von realitätsverändernden Anomalien davon ab, ihre Kräfte in der Nähe der Basis zu entfalten. Dies ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um die hochmoderne Stiftungstechnologie geht, die in und um SCP-2000 eingesetzt wird. Sie haben wahrscheinlich eine Menge Fragen und das ist verständlich. Welche Art von Technologie kann eine Apokalypse rückgängig machen? Und was meinten wir, als wir sagten, dass wir sie vielleicht wieder einsetzen müssen? SCP-2000 wird von einem Flüssigfluorid-Thorium-Reaktor angetrieben, der von 5 Xiang Anastasakos Konstantzeitsenken stabilisiert wird und beherbergt die wundersamste Technologie von allen. 500.000 Bright Satyon Hominiden Replikatoren. Durch die Nutzung der geothermischen Energie aus der vulkanischen Aktivität in der Gegend könnte die Basis potenziell ewig in Betrieb bleiben, wenn die Mitarbeiter der Stiftung sich um die Wartung kümmern würden. Der größte Teil des Platzes in dieser riesigen unterirdischen Anlage wird von Baumaterialien, Baugeräten, Fabrikmaschinen, landwirtschaftlichen Geräten und Computerdatenbanken eingenommen. Und warum? Nun, lassen Sie uns die Prozesse der Apokalypse erklären und wie sie mit den Aktivitäten von SCP-2000 zusammenhängen. In jedem K-Klasse- oder Weltuntergangsszenario, bei dem SCP-2000 nicht zerstört wird, kann jedes überlebende Mitglied der Stiftung die Prozedur CYA-009 durchführen, während alle Einrichtungen der Stiftung weltweit die sich entwickelnde Situation überwachen können. Während SCP-2000 auf die Entwarnung wartet, setzen die verbleibenden Einrichtungen der Stiftung das sogenannte Ganymed-Protokoll in Gang. Dabei geht es darum, Materialien zu sammeln und aufzubewahren, die während des Wiederherstellungsprozesses nützlich sein könnten. Es ist jedoch sehr gut möglich, dass es bei einem plötzlichen Weltuntergangsszenario der XK-Klasse kein überlebendes Personal der Stiftung gibt, oder zumindest nicht genug, um irgendeine Art von Organisation aufrechtzuerhalten. Glücklicherweise gibt es Sicherheitsmaßnahmen für ein solches Szenario. Während der Perioden längerer Untätigkeit, die das meiste menschliche Leben vernichtet, wird SCP-2000 seine Sicherheitsmaßnahmen allmählich und selbstständig lockern. Jedes Personal, unabhängig von seiner Berechtigung, wird in der Lage sein, die nächste Stufe des Prozesses zu aktivieren. Geschieht dies über einen längeren Zeitraum nicht, werden die Sicherheitsmaßnahmen weitergelockert, sodass sogar die Anwesenheit eines Tieres den Prozess auslösen kann. Dies würde das Verfahren Lazarus-01 in Gang setzen. Die letzte Hoffnung der Menschheit auf ein Überleben. Hier kommen die 500.000 Replikatoren ins Spiel. Diese unglaublichen Stücke anomaler Technologie sind in der Lage, die gesamte menschliche Rasse aus einem beliebigen Zeitraum der letzten 20 Jahre perfekt zu klonen. Sogar bis hin zu ihrem Alter und ihren Erinnerungen, dank Klasse G-Halluzinogenen und Entwicklungshypnotherapie. Mit einer Aufwärmphase von 5 Tagen sind diese Maschinen in der Lage, 100.000 lebensfähige, nicht anormale Menschen pro Tag zu erzeugen. Die Anlage führt Aufzeichnungen über alle bekannten menschlichen Gattungen und ist in der Lage, alle verlorenen menschlichen Genome wiederherzustellen oder so viele neue und einzigartige Genome zu erzeugen, wie für die Wiederbevölkerung der menschlichen Zivilisation erforderlich sind. Zunächst werden prominente Persönlichkeiten aus Kultur und Politik sowie die amtierende Führungsspitze der SCP-Stiftung nachgebildet. Danach wird die Maschine, nun ja, alle anderen nachbilden. Das fragen Sie sich wahrscheinlich. Wenn die Welt außerhalb von SCP-2000 zerstört wurde, was nützt es dann, all diese neuen Menschen zu erschaffen, wenn sie nichts haben, wohin sie zurückkehren können? Glücklicherweise hat SCP-2000 einen Plan für den Wiederaufbau sowohl der Infrastruktur der Zivilisation als auch der Gesellschaft selbst. Die erste Generation der Klone hat nur eine Aufgabe: Wiederaufbau. Und sie haben buchstäblich alle Ressourcen der Welt, um dies zu tun. SCP-2000 verfügt nicht nur über die gesamte physische Ausrüstung für Gebäude und Landwirtschaft, sondern speichert auch eine riesige Menge an Daten. Das ist angemessen, wenn man bedenkt, dass die gesamte Einrichtung im Grunde ein riesiges Backup-Laufwerk für das Leben selbst ist. Sie haben das gesamte Internet gesichert, ebenso wie die Summe aller menschlichen Erinnerungen und eine breite kulturelle Basis mit Kopien von tausenden berühmter Kunstwerke, Musik und Literatur. Es wird erwartet, dass viele Klone der ersten Generation bei diesem Prozess sterben werden. Aber das ist kein Problem. Wenn die Maschinen mit voller Kapazität arbeiten, kann jeder ersetzt werden.
Da die Bevölkerung zunimmt und sich über den gesamten Globus ausbreitet und alte Siedlungen wieder aufbaut und neu besiedelt, wird das Bevölkerungswachstum exponentiell zunehmen. Sobald die Gesellschaft Jahrzehnte nach der Aktivierung des Lazarus-01-Verfahrens zu einer Art Normalität zurückkehrt, wird es die Aufgabe der Stiftung sein, den psychologischen und historischen Status quo wiederherzustellen. Die Administratoren werden dendrochronologische, astronomische und radiometrische Datierungen fälschen, um den Anschein zu erwecken, dass die Geschichte nie unterbrochen wurde. Dann setzen sie massenhaft das Amnestiemittel E05 ein, um die Erinnerung der gesamten menschlichen Bevölkerung zu löschen und zu rekonstruieren. Und zwar bis zu dem gewählten Zeitpunkt vor dem Ende der Welt. Soweit jeder Zivilist weiß, ist nie etwas passiert. Die Geschichte hat nie aufgehört und das Leben geht weiter. Auf den ersten Blick mag es beunruhigend sein, zu wissen, dass der ultimative Fall eintritt. Selbst wenn es zu einem Bruch der Eindämmung von astronomischem Ausmaß kommt und die Welt, wie wir sie kennen, untergeht, gibt es immer noch einen Ausweg. Das bedeutet, dass es selbst in den düstersten Situationen noch Hoffnung gibt. Aber natürlich gibt es immer Vorbehalte. Wenn ein Angebot zu schön ist, um wahr zu sein, kann man davon ausgehen, dass es das wahrscheinlich auch ist. Ob dies alles funktioniert, hängt von zwei Faktoren ab. Der erste ist, dass keine Anomalien oder Menschen in die SCP-2000-Einrichtung eindringen und die Geräte darin zerstören. Aus diesem Grund ist die Diskussion über die Anlage so restriktiv. Sollte jemals ein mächtiger Realitätsverweigerer die Anlage entdecken und sich Zugang zu ihr verschaffen, würden wir unser Rettungsboot verlieren. Der zweite Faktor ist die allgemeine Integrität der Maschinen. Ohne ordnungsgemäße Wartung ist es nicht schwer, dass die Technologie versagt. Oft mit wirklich schrecklichen Folgen. Es wird angenommen, dass das Versagen einiger SRA- und XACTS-Komponenten eine fehlerhafte Maschinenaktivität verursacht hat, was zur Produktion von 10 Millionen humanoiden Wesen mit einer inneren Biologie führte, die in keiner Weise mit der menschlichen übereinstimmt. Diese Wesen blieben 5 Wochen lang bewusstlos, bevor sie starben. Im Falle eines Weltuntergangsszenarios der XK-Klasse können gut gewartete Maschinen die menschliche Rasse reproduzieren, aber es würde nur eine kleine Fehlfunktion genügen, um 10 Millionen Mutanten freizusetzen, die bei ihrer Ankunft praktisch tot sind. Selbst mit SCP-2000 in der Tasche steht das Schicksal der Welt auf Messerschneide. Aber in gewisser Weise ist das noch nicht einmal der erschreckendste Teil der Existenz von SCP-2000. Da die Maschine die Realität perfekt reproduzieren kann, ohne eine Spur zu hinterlassen, stellt sich die Frage, wie oft ist das schon passiert? Es mag Sie überraschen, aber die Stiftung kann bestätigen, dass dies mindestens 2-mal in der aufgezeichneten Geschichte geschehen ist. Einen beunruhigenden Hinweis auf die Realität erhielten wir, als auf dem Gelände von SCP-2000 menschliche Überreste entdeckt wurden. Alle Tests deuten darauf hin, dass die Überreste zwischen 450 und 700 Jahre alt sind und mit dem noch sehr lebendigen Dr. Alto Clef in Verbindung gebracht werden, der keine Ahnung hat, wie diese Überreste dorthin gekommen sind. Das Einzige, was zusammen mit den Überresten gefunden wurde, war eine Notiz, die hermetisch in einer Plastikhülle eingeschlossen war. Auf dem Zettel stand: Warum mussten wir dieses Ding bauen? Wann haben wir es gebaut? Wie lange haben wir es schon gemacht? Wissen wir das überhaupt? Und die Antwort: Nein, haben wir nicht. Und für unser aller Seelenheil ist es wahrscheinlich das Beste, es einfach zu vergessen. Wenn ihr könnt. Weitere seltsame und überraschende Geschichten aus der SCP-Stiftung findet ihr in SCP-096, der schüchterne Mann, und SCP-087, das Treppenhaus.